Oh Gottes Willen. Puah, fuck you. Oh Gott. Sandra, Hilfe. Ja, oh, ja, ich merk was. Moin Teddys und herzlich willkommen zu diesem Video. In meinem letzten Video habe ich ja einen ausführlichen Test über die Restkraftverstärker gemacht und bin darauf eingegangen, dass da jeder mit klarkommt, wenn er nur möchte. Das möchte ich jetzt heute in diesem Video ausprobieren und deswegen habe ich mir einen Bekannten eingeladen, der etwas grobmotorisch mit dem Rollstuhl ist, es definitiv noch nicht probiert hat. Auch jetzt hier hin nach draußen ist er mit meinem Rollstuhl noch nicht mit angeschalteten Restkraftverstärkern gefahren. Das wollen wir jetzt ändern, deswegen hole ich mal den lieben Udo hierher von Normalo TV. Moin Udo! Moin, ich grüße euch! Oh. Na, wie fährt's? Beschissen! Du siehst doch so ein bisschen verloren aus. Ach, Quatsch, oder ist das so nur... Komm, ne, mit meinem Kissen im Rücken, damit du überhaupt in den kleinen, in den großen Rollstuhl reinpasst. Ja, da merkt man halt den Unterschied zwischen jemandem, der 1,90 ist und jemandem, der 1,60 ist, ne? Ist ein geringer Unterschied. Ja, denke ich. Das sind keine 30 Zentimeter. So, ich habe dir ja schon von der Aktion mit den Restkraftverstärkern erzählt. Ja. Meinst du, du kriegst das hin? Also inoffiziell im Normalo TV-Team habe ich ja den Titel schlechtester Rollstuhlfahrer der Welt. Oh, das ist gut. Ja, also es wird spannend, sage ich mal. Es wird spannend. Ich bin mit dem Restkraftverstärker noch nie gefahren. Also es ist wirklich eine absolute Premiere. Ich kann ja also nicht sagen, wie es wird. Aber ich kann ja eins sagen, ich bin gut haftpflichtversichert. Ja, dann ist ja mit meinem Rollstuhl alles safe. Ja, definitiv. Wollen wir mal die einfach mal anschalten? Was hältst du davon? Mach das. Und wir rollen dann mal ein bisschen los. Wie schaltest du das an? Mit einer App, ja? Ja, die neuen Emotions M25 haben statt einer Fernbedienung, Fernbedienung kannst du auch haben, die haben noch eine Bluetooth-Schnittstelle, weshalb du die mit einer App steuern kannst. Und in der App auch noch nette Zusatzfeatures, wie zum Beispiel ein Cruise-Mode einschalten kannst. Okay. Das bedeutet, er hält eine Geschwindigkeit und du brauchst nichts mehr machen, außer ein bisschen lenken. Oder... Und was ist, wenn ich dann bremse in dem Mode? Fährt er dann trotzdem weiter? Oder bremst er? Der bremst dann. Okay, gut. Sollte er zumindest. Sollte er, da habe ich ja schon viel Vertrauen. Ob es klappt oder nicht, werden wir sehen. Oh mein Gott. Wieso will er jetzt nicht mehr? Ich starte mal die App neu. Vielleicht kriegen wir es heute hin. Ja, mach das mal. In der Zeit kann ich euch ja mal erzählen, was ich so mache. Ich bin der Udo von Normalo TV und wir interviewen Menschen mit Behinderung. Unter anderem heute ihn. Also, wenn ihr ihn mal ausführlich sprechen, hören wollt und mal ein bisschen was über ihn erfahren wollt, was ihr vielleicht noch nicht wisst, weil wir haben krasse Fragen vorbereitet, dann müsst ihr mal bei uns vorbeischauen. Und? Ja. Hast du neu gestartet? Ja, er hat neu gestartet. Es ist auf 1, es ist auf Soft. Okay. Du darfst dich entbremsen und mal entbremsen? Probieren. Darfst losrollen. Darf ich losrollen? Sandra, ich darf losrollen. Ich roll dann mal. Oh Gottes Willen. Oh Gott. Ja, ist ja gut. Ich wollte nur noch rückwärts. Rückwärts fahren ist ja schon richtig eklig. Vorsicht, ältere Dame. Ja, ich fahre nur vorwärts. Alles gut. Ich gehe mal in Deckung. Okay, das ist ja erstmal. Ach ja, bremst. Also, das ist ja erstmal smooth. Ich merke ehrlich gesagt gar nichts. Muss ich sagen. Ehrlich gesagt gar nichts. Nee, irgendwie nicht. Da läuft es. Das ist wunderbar. Ja. Also, ich merke schon, dass ich eine Unterstützung kriege. Aber es ist nicht übertrieben? Nee, gar nicht. Also. So kommst du klar, ja? Ja, also, das ist ja noch. Das ist ja. Das ist ja keine Geschwindigkeit. Das ist ja nichts. So, jetzt hast du? Gang 2, ja? Oh Gott. Oh, jetzt merke ich schon was. Nur weil ich jetzt hin und her gewippt bin. So. Okay. Oh, ja. Jetzt kommt er, der Gute. Okay. Oh Gott. Das ist ja echt. Ja, das ist chillig. Man merkt schon, er hat jetzt einen gewissen Zug hinter im zweiten Gang. Wie viele Gänge hatte der jetzt nochmal? Der hat jetzt nur 2 Gänge. Okay. Unterstützen tut er bis 8,5 km/h, wenn du die Erweiterung hast. Ja. Ansonsten unterstützt er nur bis 6 km/h. Okay. Schon mal ganz nett. So, jetzt stellen wir mal auf aktiv. Aktiv bedeutet für Personen mit voller Handfunktion, hoher Armkraft, die eher sportliche Fahrweise im Außenbereich vorziehen. Sehr viel Unterstützung und Nachlauf in Stufe 2. Jetzt kannst du
rollen, ohne viel anzutreiben. Okay, gut. Na dann, gut, dass ihr alle so schön Platz macht, das freut mich. Boah, fuck you, Alter. Okay, oh, Alter, Alter. Okay, jetzt merke ich, was du meinst. Die Beschleunigung ist ganz nett. Also die Beschleunigung macht echt Spaß, muss ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Unterstützung, muss ich mal sagen. Das ist ein nettes Gimmick, oder? Also wenn ich alt bin und nicht mehr so viel Kraft habe, dann lege ich mir das, glaube ich, auch zu. Ich finde es irgendwie besser als ein E-Rollstuhl, muss ich sagen. Definitiv. Vor allen Dingen, siehst ja, in meinem großen Panzer, ich komme nirgendwo mehr runter. Ja. Und in einem kleinen Aktivrollstuhl kannst du ja immer noch ins Restaurant und so weiter, ohne Probleme. Ja. Und gerade mit unserer mangelhaften Barrierefreiheit, die wir noch haben, ja, weißt du ja, ist jeder Zentimeter wichtig, den du kleiner bist. Das ist doch cool, wie entspannt ich dir folgen kann. Also ja, normalerweise habe ich bei E-Rollstühlen ja immer Probleme. Wir können das aber auch noch ganz anders machen. Ich stelle mal hier auf Gang 2. Ja. Jetzt geben wir Ihnen den Cruise-Mode. Das heißt, läuft das von alleine. Ab einer Geschwindigkeit, die du antreibst von 2 km/h, okay, hält der Rollstuhl die Geschwindigkeit. Das, ey, also das stelle ich mir sehr spooky vor, muss ich sagen. Wenn ein Aktivrollstuhl automatisch fährt, das stelle ich mir echt spooky vor. Aber das werden wir gleich sehen. Das ist wirklich spooky. Ja. Aber das Geile ist, es ist ein schönes Gefühl, wenn du bergauf fährst und die Hände in die Schoß legen kannst. So. Ich stelle mir das gerade vor wie bei so einem Tesla, wenn du den Autopilot eingestellt hast und dann die Hände vom Lenkrad nehmen könntest. Was du ja nicht darfst, aber... Ja, solange du keinen Kaffee holen gehst, ist alles gut. Gut, so, Cruise-Mode ist an. Ich habe jetzt hier auf Gang 2 geschaltet. So schnell bin ich nicht mehr. Na gut. Und dann schauen wir mal. Wie ist, ich muss jetzt so einfach so lassen. Nee, nicht weiter antreiben. Oh. Ach so, jetzt hat er angehalten. Wenn du einmal so antreibst, jetzt ist er bei 2,5 km/h. Jetzt hält er diese 2,5 km/h. Also du kannst bequem da so bleiben, wie du bist. Ist ja geil. Nur noch lenken. Kann ich hier, also wenn ich jetzt, oh, okay. Das ist tödlich. Du darfst nur die Greifreifen jetzt nicht mehr nach vorne machen. Das musste ich auch lernen. Weil wenn du sie nach vorne machst, beschleunigt er. Und hält er denn noch die beschleunigte Geschwindigkeit? Die hält dabei. Also wenn ich jetzt beschleunige, dann... Ja. Aber der hat doch gerade gebremst. Also wie, wenn ich... Jetzt hast du ihn auf 4 km/h gestellt. Ah, okay. Ich sehe es ja hier in der App. Ich könnte jetzt ganz gemein sein und könnte in der App auch hoch und runter stellen. Mache ich mal nicht. Ich möchte dich ja nicht in Bredouille bringen. Ich möchte jetzt mal ein kleines Experiment machen. Verstehst du, kann er freihand filmen. Verstehst du, das wollte ich schon immer mal machen. Jo, Leute. Ich kann fahren und filmen gleichzeitig. Es ist mega tricky, weil... Oh Gott, Sandra, Hilfe, 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 hol mich, rette mich, Vorsicht. Ja, du brauchst schon 2 Hände. Nein, das ist ja mega tricky, aber wirklich, jetzt hält er an, okay, jetzt ist Sicherheit, krass. Und jetzt fährt er wieder los. Jetzt bleibt er bei 2,7 km/h. Es ist mega cool, du kannst sogar ein Nickerchen machen währenddessen. Oh, Sandra, du könntest dich auch mit Schoß, dass wir könnten, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber weißt du, woran ich eher denke an den Cruise-Mode? Ja. Als Pärchen. Händchen halten und Rollstuhl fahren. Oh, will ich machen. Neue Möglichkeiten für Zweisamkeit. Also Sascha, du meinst, wir können mit dem Cruise-Mode auch Händchen halten, ja? Wenn du nicht zu schnell antreibst, auf alle Fälle. Also ich will nicht hinter dir hergeschliffen werden, das nicht. Schlepp drauf. Da kannst du auch eine Leine nehmen, so nach Motto. Ja, ne? So Sandra, das werden wir jetzt mal ausprobieren, ob das klappt mit dem Händchen halten. Das haben wir ja noch nie gemacht. Ja eben, du hast mich ja immer gezogen. Jetzt können wir gleichwertig Händchen halten. Komm. So. Jetzt müsste ich auf 2 km/h sein, ja? Jetzt bist du auf 3. Oh, okay, auf 3. Oh Gott. Es ist mega tricky. Hinter dir ist nichts. Ja, alles danke, dass du es gesagt hast. Ja. So, also es funktioniert, oder? Es ist extrem angenehm. Ja, du bist ja fast hier zu schnell. Alter, ich könnte ja noch ein bisschen bremsen, glaube ich. Nee, bremsen. Moment, also... Die Bremsen beim Cruise-Mode klappt nur einmal ganz. Ja, ne? Die Geschwindigkeit kannst du leider nicht mehr runterregulieren, außer in der App. Aber das kann ich ja gerne für dich machen. So, okay. So, jetzt bin ich sehr langsam. Jetzt muss ich noch ein bisschen Gas geben. Du warst noch nicht über die 2 km/h. Das ist aber angenehm. Jetzt, ja. Wie gesagt, wenn wir was hinter mir sehen. Ja.
Das sind jetzt 2,3. Also es funktioniert. Ey, wir können Händchen halten. Das erste Mal in 5,5 Jahren, dass wir vernünftig Händchen halten können. Oh. Ich kann sogar die Hand in die Tasche machen. Ah, das geht nicht. Oh, da brichst du mir den Arm. Oh. Ja. Aber so geradeaus, kein Problem. Langweilig. Wie langweilig. Ja, wir können nicht tanzen. Das stimmt allerdings. Weißt du, was viel schneller ist? Da ist ein See, ne? Da ist ein See, Leute. Merkst du was, Udo? Ja, ich merke was. Du beschleunigst mich. Oh mein Gott. Das macht mega Spaß. Ich fühle mich sehr fremdgesteuert. Hallo. Oh, warte mal. Was denn jetzt? Der Rollstuhl hat aber nicht nur einen Cruise-Mode, ja, sondern auch einen Remote-Mode. Okay. Das heißt, du kannst deinen Rollstuhl fernsteuern. Oh mein Gott. Ja, ich habe in dem Moment auch gleich an den PlayStation-Modus gedacht. Handy raus und selber E-Rollstuhl draus machen. Ja. Leider ist diese Funktion nicht für draußen geeignet und nicht für Leute im Rollstuhl, sondern nur für den Rollstuhl, wenn er leer ist, falls er dir mal wegrutscht. Ja. Aber dennoch, ein bisschen geht es. Wie ja, dann zeig mal her. Ich wurde noch nie fremdgesteuert. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist eine Premiere. Ja, ich merke was. Er zuckt. Hm. Oh nein, nicht doch rückwärts. Oh Gott, rückwärts ist doch kacke. Rückwärts ist so unangenehm, wenn man fremdgesteuert wird. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, ja, ich merke was. Ah, du bist leider gerade in so einer kleinen Kuhle. Ich muss dich da mal ein bisschen... Fahr mich mal da raus aus der Kuhle. Das ist kein Problem. Es ist so spooky, ey. Es ist so spooky, Leute. Tschüss. Ja, das ist schon eine geile Technik. Auch wenn sie jetzt... Ich verstehe schon, warum die nur darauf ausgelegt ist, dass keiner drinnen sitzt. Aber man sieht, es funktioniert ja trotzdem. Es funktioniert. Jetzt nochmal wieder rückwärts. Rückwärts mag ich gar nicht. Naja, ich muss dich ja mal wieder zu mir holen. Ja, ne? hol mich mal wieder zu dir. Aber wir haben guten Corona-Abstand. Ja, jetzt werde ich eingepackt. Das ist echt witzig. Also ich sag's dir, die Emotions haben echt eine super Funktion. Aber weißt du, welche Funktion auch ganz gut ist? Nee. Die Rückrollverzögerung. Das heißt, du kannst einen Berg hochfahren, kannst die Arme wegnehmen und der Rollstuhl rollt ein paar Sekunden nicht nach hinten. Und du kannst ganz entspannt die Jacke hochziehen oder auch nochmal nachgreifen. Ey, da haben sie sich echt was einfallen lassen. Willst du das auch nochmal probieren? Weiß ich, ja, können wir. Aber merke ich das? Ein Stück da hinten. Na gut. Ist das Ding jetzt an? Kann ich jetzt hier nochmal richtig Kickstarter-mäßig? Ja, das kannst du machen. Warte. Ich kann dir aber auch nochmal extra Speed geben. Gib mir extra Speed. Da ist der See. 8,5 km/h. 8,5? Okay, dann hast du jetzt ganz normal... 8,5 km/h, ja? Bis 8,5 km/h, das nützen die dich jetzt. Na dann, hui! 8,5? Das waren 8,2! Ach echt, das waren nur 8,2? Okay. Was? Das waren jetzt gerade 7. Ey, das waren nur 7? Ja. So schnell sind 8,5. Also ich darf jetzt nochmal den letzten Mode für heute ausprobieren. Ja, die sogenannte Rückrollverzögerung, die dir das ermöglicht, bergauf oder bergab auch mal einen Moment die Hände von den Greifreifen zu nehmen, ohne dass du nach dem Stillstand dann wieder rückwärts zurückrollst und Angst haben musst, irgendwo, wie hier zum Beispiel in den See zu fallen. Ist ja doch ein bisschen kalt. Ja, das stimmt, das stimmt. Dementsprechend einfach erstmal hier so ein bisschen den Berg hoch. Ja. Und dann nimm mal einfach die Hände von den Greifreifen. Okay. Dann hast du ungefähr 2 bis 3 Sekunden Zeit, bevor die Rückrollverzögerung wieder ausgeht. Ah, okay, so läuft das. Also. Dir den Ärmel hochschieben, egal was stört. Okay, dann werde ich jetzt mal da hochrollen. Ich bin gespannt. Also erstmal hier ganz entspannt so. Und dann. Ah, okay, und da kommt sie. Habt ihr gesehen? Ich konnte stehen auf dem Berg. Ich mach's nochmal. Eins, zwei. Oh, jetzt stehe ich ganz gut. Jetzt nicht mehr. Ah, okay, also man hat so 3 Sekunden Zeit. Genau. Und das bevor irgendwas los ist, piept sie erstmal und lässt dann ganz langsam nach, sodass du weißt, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall wieder die Hände rannehmen, ohne dass ich dann sonst da unten lande. Geile Erfindung.
Oh, Hände hoch. Wo ist das Piepen? Da kommt das Piepen. Und jetzt muss ich ja nie wieder ranmachen. Geiler Finder. Schönes Ding. Schönes Ding. So, du. Ja? Du hast jetzt die Emotions ausgiebig getestet. Definitiv. Was hältst du davon? Also ich bin fasziniert von der Technik, denn ich kenne die Teile von vor 10 Jahren, wo die das erste Mal auf den Markt kamen und so. Da war es ja nur Rastkraftverstärker, also nur dieses reine Unterstützen. Und was die da mittlerweile alles für Modis eingebaut haben, was wir jetzt demonstriert haben, ist faszinierend. Außerdem mit einer App steuerbar, auch geil. Und ich kann es mir für meine Zukunft definitiv vorstellen. Also ich muss jetzt, wenn ich nach Hause fahre, mal drüber nachdenken, ob ich einen E-Rollstuhl haben will, wenn ich alt bin oder sowas. Ja, also das alleine geradeaus fahren, das fand ich mega cool. Weil gerade so als YouTuber, man möchte ja auch mal gerne was alleine filmen. Ich habe ja nun nicht immer Sandra dabei, ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da mal eine Story macht mit dem Handy oder so in dem Mode. Oder einfach mal, keine Ahnung, wer raucht, Kippe anmachen, weiß auch immer. Soll man natürlich nicht tun, ne? Aber, also ja, man kann echt kreativ sein mit den ganzen Modis, die man da angeboten bekommt. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dich dazu bereit erklärt hast, das auszuprobieren. Ja, lieben gerne. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß, so wie wir unseren Spaß hatten. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Schaut gerne bei Normalo TV vorbei. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Lasst dem Video einen Daumen da. Abonniert gerne meinen Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Cheerio. Und vergesst die Glocke nicht. Ah ja, stimmt. Ich vergesse sie. Sorry. Peace.